Nach der Unterbrechung der Fastenzeit wollen wir wieder das Projekt Ein Wort für die Woche beginnen. Und im Wort für die Woche geht es vor allem darum, auf die zwei verschiedene Arten und Weise, durch der wir durch das Leben gehen können, hinzuweisen. Und auf der einen Seite haben wir halt das System der Welt, auf der einen Seite der Mauer sozusagen, wo wir 10.000 verschiedene Gebote haben. Nicht nur 10, sondern wirklich Zehntausende. Und zwar, du musst diese Körper haben, du musst dieses Auto fahren, du musst diesen Job haben, du musst diese Erwartungshaltungen erfüllen, die andere Leute an dir stellen. Du musst und du musst. Also an alle möglichen Arten von Bewertungen und nicht nur die Bewertungen von anderen Menschen, sondern sogar die eigenen Bewertungen musst du erfüllen. Ein System der Sklaverei. Und auf der anderen Seite der Mauer haben wir das System Gottes. Und das System Gottes ist sehr einfach. Und es heißt, Gott liebt dich, Punkt. Und seine Liebe ist nicht abhängig davon, was du für ihn tust. Du musst nicht etwas leisten, sodass Gott dich liebt. Du musst nicht irgendwie angekleidet sein, sodass Gott dich liebt. Du musst nicht irgendeinem besonderen Ort geboren sein. Du musst nicht eine besondere Hautfarbe haben. Du kannst einfach das sein, was du bist. Und dann versuchen, wenn du willst, auf seine Liebe zu antworten. Und was ich machen möchte in diesem Wort für die Woche, ist immer wieder mal hinzuweisen auf diese beiden Seiten dieser Mauer, weil zwischen diesen beiden Systemen gibt es diese Mauer. Und es gibt nicht ein bisschen da und ein bisschen da sein. Man muss sich entscheiden, welches System man leben will. Und man muss nicht in das System Gottes hineinsteigen, wenn man es nicht möchte. Aber ich hoffe, dass dieses Wort für die Woche dafür doch ein wenig Geschmack macht.